Moin Leute, ihr habt's doch wirklich vermisst, diese Auspackvideos, ne? Ihr habt's doch vermisst. Ja. Also, Unschwärzer Köln, Kfz 24 wieder. Puh, ja, jetzt nicht sagen, dass hier was mega besonders drin ist. Aber ihr seht dann schon mal, was so in Zukunft kommt. Ja, Müll. Machen wir einen kurzen Gutschein. So, als erstes sehen wir direkt das hier. Und das, ich glaube, ihr erinnert euch an meinen Versuch mit diesen, ja, von Sonos mit diesen Erfrischer für die Klimaanlage. Hat nicht so ganz hingehauen. Jetzt will ich das hier mal mit diesen Reiniger versuchen. Das gibt es auch fertig in so eine Spraydose mit so einem Schlauch für viel Geld. Hier haben wir 1 Liter Flüssigkeit. Da wir eine Hohlraumsonde haben, könnt ihr mir freuen. Also einfach nur Flüssigkeit gut. Ich werde meine Hohlraumsonde nehmen. Man sollte das Zeug direkt auf den Verdampfer sprühen, also Innenraum, den Verdampfer, wenn der Innenraumfilter raus ist, drauf sprühen, damit man die Bakterien abtöten kann. Das werden wir versuchen, dann werden wir mal das hier nachhauen. Ich hatte mal Bock auf Orange. Schauen wir mal, was diese Kombi dann bringt. Ne? Das wäre dann jetzt mal so ein zweiter Teil zur Sache. Warum ich das auch gemacht habe, liegt daran, dass wir jetzt Service am Astra G auch demnächst machen werden, als kompletten Service. Also Spritfilter. Luftfilter. Müsste Luftfilter sein? Ja. Luftfilter und Innenraumfilter. Deswegen auch dieser Reiniger war Innenraumfilter. Jetzt fragt ihr euch, Moment mal, hä? Du willst den kompletten Service machen? Wo ist denn jetzt Öl? Ölfilter, Zündkerzen? Dann habe ich schon alles hier und ne? Zündkerzen habe ich ja damals in England geholt, so ein ganzes Päckchen. Steht zwar Wortzoll drauf, aber naja, werdet ihr dann sehen. Ölfilter habe ich schon mal letztens bestellt. Liegt hier schon rum und Öl habe ich sowieso fast. Ne? Also wird der nächste Video auch noch drüber kommen. Über den Service, dann über den Klimareiniger, was das jetzt bringt. Bin echt gespannt, ob das Zeug hilft. Könnt ihr schon mal runterschreiben, ob ihr sowas schon mal benutzt habt oder das kennt. Und ob das taugt. Achso, huch, ha, jetzt gleich ein Video volle Länge. Was ich auch machen muss, der Ablauf unter dem Verdampfer ist ja so eine Schale fürs Kondenswasser. Dass da nach außen geführt wird. Der Ablauf ist wohl ein bisschen zu, weil der Beifahrerfußraum wird immer ein bisschen nass. Nicht so toll, habe ich schon nachgelesen. Ist eigentlich eine Riesenarbeit, das da rauszukriegen. Und da müssen wir machen, also wir werden ja mehr oder minder ja 3 Videos machen eigentlich. Was aber alle zusammenhängen. Service, dann Klimareiniger und ja, diese Schale, die Entwässerung wieder freigängig machen. So. Jetzt war es aber das. Video war jetzt ein Video. Wir sehen uns im nächsten. Irgendeine Bewegung noch. Tschüss.